Der Film, an dem ich jetzt gerade arbeite, wird knapp eine halbe Stunde lang und ist in Stop-Motion-Technik realisiert. Und das ist ein sehr aufwendiges Verfahren, deshalb bin ich jetzt schon seit 8 Jahren an dem Projekt. Nun ja, wir haben sehr detailverliebt angefangen und jetzt muss man das auch in dem entsprechenden Detailgrad zu Ende bringen. Und das heißt, in jeder Requisite, in jeder Figur, in jedem Set stecken hunderte von Stunden Arbeit, bis es wirklich so aussieht, wie das in meinem Kopf ist. Dann muss man für jede einzelne Einstellung das ganz genau durchplanen, jede Bewegung, das Licht aufbauen, die Kamera, alles im Set festkleben. Dann fängt man an, die Bilder zu machen, Bild für Bild, immer die Figuren ein Stückchen weiter bewegen, ein Bild machen, ein bisschen weiter bewegen. Das heißt, es dauert teilweise über eine Stunde, um eine Sekunde Film zu drehen, je nachdem, wie kompliziert die Szene ist. Und selbst wenn man das dann abgedreht hat, gibt es immer noch eine ganze Menge Computerarbeit, wo man dann Hilfskonstruktionen rausretuschieren muss. Dann wird oft noch Nebel eingefügt oder Rauch und andere Stock-Footage. Und bis das dann wirklich eine fertige Szene ist, sind wirklich viele, viele Stunden in einen einzelnen Shot gegangen. Und der ganze Film wird aus ca. 350 Einstellungen bestehen. Aktuell haben wir 18 Minuten gedreht und der ganze Film wird knapp eine halbe Stunde. Also haben wir so grob 2/3 und ich denke, es wird mich schon noch ein paar Jährchen begleiten. Optimistisch geschätzt vielleicht in 3 Jahren fertig. Rein optisch inspiriert mich ganz viel, was einfach aus der Steampunk-Community kommt. Es gibt so viele Leute, die tolle Kreationen da erschaffen und da gibt es viele Ideen, die einfach schön sind und in so eine Welt passen. Dann natürlich filmisch, andere Stop-Motion-Filme, Wes Anderson mit Fantastic Mr. Fox und The Isle of Dogs sind zum Beispiel 2 Filme, die mir stilistisch sehr sympathisch sind, weil man eben noch sieht, wie es gemacht ist, aber es trotzdem eine total glaubwürdige, schöne Welt ist. Ein Computerspiel, was mich irgendwie auch sehr beeinflusst hat bei dem Character-Design, war Machinarium. Das ist so ein Point-and-Click-Adventure von einem kleinen tschechischen Independent-Studio, was einen wunderschönen Stil hat, ist handgezeichnet, aber trotzdem auch sehr steampunkig. Und inhaltlich sind da natürlich auch Einflüsse drin von den klassischen Dystopie-Geschichten, 1984 zum Beispiel und so diese Richtung. Brazil ist nach wie vor einer meiner Lieblingsfilme. Wir hatten die Idee für diese dystopische Geschichte mit Menschen und Robotern in so einer endzeitlichen Umgebung. Und dann haben wir angefangen, die Charaktere zu entwickeln und dann ist es ganz von alleine etwas geworden, was man Steampunk nennen kann. Ich würde mir es auch einfach wünschen, dass im Produktdesign zum Beispiel und in Architektur vielleicht wieder so ein bisschen Einflüsse aus dieser alten Zeit mit reinkommen, weil es ist einfach schön, wenn Dinge über ihre Funktion hinaus auch eine Ästhetik haben und nicht nur praktisch und minimal billig hergestellt sind, sondern eben, ja, also diese alten viktorianischen Gerätschaften verströmen einfach irgendwie eine gewisse Würde, weil sich jemand überlegt hat, wie muss dieses Rad aussehen, um schön zu sein und nicht nur, wie muss es gebaut werden, um effizient und günstig zu sein. Ich glaube, gerade in dieser modernen Wegwerfgesellschaft, die ich ja auch irgendwie inhaltlich in dem Film ein bisschen thematisiere, ist es wichtig, dass wir wieder lernen, Dinge zu reparieren, alte Sachen wieder zu verwenden und ja, Upcycling zu betreiben, um neue Dinge zu erschaffen, weil das einfach einen ganz anderen Wert hat, als irgendwas von der Stange gekauft ist, was sofort kaputt geht. Stangen und Profile, daraus bestehen die meisten Sachen, die meisten Figuren. Einfacher Kupferdraht ist auch immer sehr nützlich. Die funktionalen Teile habe ich dann oft aus so dickeren Scheiben, wo ich dann auch was aussäge, was nicht ganz so dünn ist. Ja, jetzt gerade ist es voller Stahlspäne. Bevor ich zum Messing wechsle, tue ich es dann immer einmal putzen. Das ist halt der Vorteil, dass ich über diese Anzeigen hier auf ein Hundertstel genau die Position auslesen kann. Auf diese Art kann ich zum Beispiel jetzt
Bohrungen und Fräsungen und so auf wirklich sehr feine Toleranzen machen, dass ich eben die Gelenke und so herstellen kann, dass sie auch mechanisch gleichmäßig gut funktionieren. Das ist ja das Schöne, dass ich jetzt ein Werkstattzimmer habe. Also eine lange Zeit, während ich das Projekt gemacht habe, war ich nur mit meinem Vater in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und dann war ein Zimmer mein Schlafzimmer und da war mein PC drin und da war meine Werkstatt drin und Sets auch noch und das in ein Zimmer gepropft, was wahrscheinlich naja, ungefähr so groß ist wie dieser Raum hier. Und das hat einfach sich alles nicht so gut vertragen. Ich habe dann zum Glück mit der Zeit immer mehr von der Wohnung assimiliert, bis mein Vater quasi keinen Platz mehr hatte. Da bin ich ihm auch immer noch sehr dankbar, aber es ist schon sehr schön, dass ich jetzt hier in Leipzig mal die Möglichkeit habe, wirklich ein Werkstatt- und Studiozimmer zu haben, was auch vom Rest der Wohnung getrennt ist. Ja, jetzt aktuell habe ich hier ein paar sehr feine Handarmaturen auf der Werkbank. Die habe ich jetzt vor knapp einem Jahr gebaut und in der Zwischenzeit sind tatsächlich mal ein paar Teile kaputt gegangen und da musste ich jetzt hier reparieren. Aber ja, sowas sind jetzt die Sachen, wo ich aktuell dran arbeite. Das da hier zum Beispiel ist ein Schädel von einem Menschenkopf. Da gibt es dann hier eine Metallkonstruktion, die es einem erlaubt, die Augenbrauen und die Mundwinkel zu bewegen über diese Schräubchen, die unter der Frisur sind. Und das überträgt sich dann hoffentlich auf den Silikonkopf, der quasi da drüber steckt. Und auf diese Art und Weise versuchen wir dann feinste Mimik in dieses sehr einfache Menschengesicht zu bringen. Am Anfang war es vor allem so, dass ich Dinge gefunden habe und neu kombiniert habe. Zum Beispiel sieht man da, dass ich ganz viele alte Uhrwerke verwendet habe, die ich dann in den Robotern wieder zu neuen Teilen kombiniert habe und so. Mit der Zeit wirkt sich das dann eher ein bisschen beschränkend aus, weil die Ideen einfach den Rahmen sprengen von dem, was man aus gefundenen Teilen bauen kann. Und dann habe ich immer mehr auch handwerkliche Techniken gelernt, um Teile wirklich aus Rohmaterial selbst herzustellen. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man das den Werken noch ansieht, dass man sieht, wie sie hergestellt wurden und dass man ja, ein bisschen den Künstler durchs Werk noch wahrnehmen kann. Und ich versuche das auch in meinen Animationen und Figuren so beizubehalten, dass sie eben nicht perfekt sind, sondern gerade so, dass man noch sieht, ah, hier wurde gefeilt und gesägt und hier ist ein Fingerabdruck. Aber trotzdem ist es irgendwie eine glaubwürdige Welt, in die man trotzdem eintauchen kann. Inzwischen versuche ich, wirklich die meisten Sachen quasi nach Plan herzustellen, wirklich nur wie die Vision in meinem Kopf ist und mich nicht so sehr durch gefundene Sachen einschränken zu müssen. Aber nach wie vor versuche ich immer mal wieder so ein Objekt einzubauen, wo man wieder erkennt, was es mal war. So irgendwie ein Zahnrad oder irgendwie ein Stück von einer Gabel, die irgendwo aus einem Schrott ragt. Ja, das ist so ein bisschen das Materiallager für gefundene Objekte aus Uhrwerken und so ein paar, was hast du gesagt, Zündkerzen? Das sind, glaube ich, keine direkten Zündkerzen. Irgendwas mit Ventilen. Und alte Röhren sind auch immer sehr coole Elemente. Ja, und solche Sachen, die hebe ich einfach auf und weiß noch nicht genau, für was sie mal gebraucht werden. Aber irgendwann bin ich bestimmt froh drum. Kleiner Salzstreuer. Davon hatte ich mal zwei. Und aus einem ist mal eine Lampe geworden, die im Schlafzimmer des Menschen benutzt wurde. Ja, am besten ist immer alles, was aus Messing besteht. Die neueren sind ganz oft nicht mehr so schöne Messingräder, sondern dann sind das so solche hier, so gestanzte Blechteile. Wobei das dahinter dürfte auch noch Messing sein. Aber ja, und die ganz neuen Uhren, die haben nur Plastikzahnräder. Irgendwo habe ich eine ganze Kiste voller Plastikzahnräder, aber die kann ich, glaube ich, für nichts gebrauchen. Solche kleinen Möbelchen und Requisiten, die sind auch einfach viel Spaß zu bauen, weil die sind nicht so richtig wichtig, wie genau sie aussehen für die Story. Sie sind einfach nur wichtig, um den Raum zu füllen und so kann man daran einfach sich austoben und viel Spaß haben.
bei so ein bisschen komplizierteren Sachen, wie jetzt zum Beispiel, wie man diese Fräse hier bedient und dann mit härteren Materialien wie Stahl arbeitet und Hartlöten und solche Sachen, da habe ich tatsächlich ganz viel über YouTube-Videos gelernt. Also es gibt da eine Menge Leute, die es wirklich sehr gut vermitteln können. Und ja, ab und zu was kaputt machen gehört natürlich auch dazu. Die Nebencharaktere sind ganz oft so ein bisschen Mischungen aus Maschinen und Lebewesen, Tieren, was auch immer. Also zum Beispiel dieser kleine Kerl hier, das ist ein Tonbandgerät, was an der Wand hängt und redet. Und ja, wir sehen, es ist zum einen mal ein Tonbandgerät, aber zum anderen mal hat es auch so ein bisschen ein Design von, ja, wie so eine Mickey Maus oder sowas. Oder dieser Kran hier zum Beispiel, der ist auch so ein, der hat einen Fuß, also er kann nicht weglaufen. Er ist, muss quasi dort stehen bleiben, wo er hingestellt wird. Aber ja, er hat eben, er ist teilweise Kran und zur anderen Hälfte hat er hier einen Kopf und steuert das Ganze. Und ganz oft werden die Figuren so ein bisschen so entwickelt, dass sie genauso gebaut sind für die Funktion, die sie erfüllen sollen. Dieses Kerlchen hier hat zum Beispiel die Spezialfähigkeit, mit den Achseln zu zucken. Auf der anderen Seite auch. Und ja, wir wussten halt, in dem Film gibt es einen Charakter, der mal sehr gleichgültig reagieren muss. Mit der Zeit habe ich dann eben immer mehr gelernt, wie ich Dinge aus Rohmaterial herstelle. Und zum Beispiel dieser hier, da sind kaum noch gefundene Teile dran. Ich glaube, das Einzige ist das Rädchen an der Seite und diese Regler hier oben, die Nägelchen sind, Messingnägelchen. Aber ansonsten eben stückchenweise im Verlauf des Films habe ich immer mehr gelernt, ja, Dinge aus Rohmaterial komplett selbst herzustellen. Und dann sind die gefundenen Teile nur noch ein kleiner Witz. Ja, die Teile, die gefehlt haben von dem Skelett und wo ich nicht so richtig wusste, wie es dann eigentlich zusammengehört, die habe ich dann einfach mit ein paar Metallteilen ergänzt. Das hatte auch nur einen Fuß und der zweite Fuß ist jetzt eben Metall, aber ja, es passt irgendwie ganz gut in diesen Film, denke ich. Also wenn ich die Sachen herstelle, auch in den Making-of-Videos, da sind die meistens richtig schön glänzend, so richtig neues Messing. Aber bis ich dann dazu komme, die Szenen damit zu drehen, hat das meistens wieder so ein bisschen eine leichte Patina. Und das finde ich auch gar nicht schlecht. Also ich finde, es passt schon in den Film, dass es dann so ein bisschen Rost ansetzt und nicht mehr ganz so neu aussieht, wie zum Zeitpunkt der Herstellung. Die frühen Roboter, zum Beispiel dieser hier und der da hier, da sind noch sehr, sehr viele Teile tatsächlich einfach gefunden. Irgendwelche Teilen von Uhren, Rädchen. Hier sind auch ganz viele, ja, gefundene Objekte einfach zusammengewürfelt, um irgendwie eine Figur zu erschaffen. Messing ist da ja auch ein sehr dankbares Material, weil es wird jetzt nicht so verrosten, dass es nicht mehr funktioniert. Es läuft einfach ein bisschen an und sieht ein bisschen älter aus, aber es bleibt vollkommen funktional. Ja, die vielen kleinen, lustigen Roboter sind so ein bisschen die Sympathieträger der Geschichte. Aber es gibt eben auch die Menschen in dieser Welt, die so ein bisschen die Antagonisten darstellen. Sehr verkopfte Verwalter, Beamte, Bürokraten hier. Da haben wir auch das Design so ein bisschen abstrakt gewählt. Also zum Beispiel, wie man sieht, haben die alle keine Augen und keine Ohren. Eben nur so, ja, ganz einfache, leere Gesichter. Und das ist auch so ein bisschen, ja, so eine gewisse Symbolik eben dafür, dass sie die Welt, in der sie leben, zwar kontrollieren und erschaffen, aber überhaupt nicht richtig wahrnehmen. Dieser Raum hier ist jetzt das neueste Set, an dem ich aktuell arbeite, und das wird das Bürozimmer vom menschlichen Hauptcharakter. Noch ist es nicht ganz fertig, aber ich denke, zum Frühling dieses Jahres wird es dann hier auch mit neuen Szenen losgehen. Auch hier ist natürlich alles handgemacht, die Bodentäfelung, die Wände, die Decke, die ganzen Requisiten und Möbelchen. Da ist eine ganze Menge zu tun, bis das fertig ist, und dann muss man sich auch immer noch Gedanken machen bei sowas, wie kann man es bauen, dass es zerlegbar bleibt, dass Öffnungen für die Arme bleiben, dass man ins Set greifen kann und für die Kamera, und dass man quasi immer nur genau so viel vom Set aufgebaut hat, wie gerade im Bild ist. Da man eben wirklich nur mit Spiegelreflexkameras arbeitet und nur Einzelbilder aufnimmt, aus denen dann die Bewegung entsteht,
hat man eben den Luxus, hier wirklich ein hochauflösendes, gestochen scharfes Bild mit 16-Bit Farbtiefe zu haben, was man so bei einer normalen Filmkamera sich als Hobbyfilmer nie leisten könnte. Also das ist wirklich ein Vorteil des Stop-Motion-Mediums. Dann gibt es eine Software, wo man die Kamera mit dem PC verbinden kann, dass man dann quasi das, was die Kamera sieht, wirklich auf einem Bildschirm sieht. Und dann kann man sehr gut über dieses Live-Bild die Figur sozusagen bewegen und sieht genau, wie es aus der Perspektive der Kamera aussieht. Das ist ein Luxus, den die Pioniere dieses Genres wie Ray Harryhausen und der alte King Kong und solche Sachen, die wussten nicht wirklich, was sie da animieren. Die haben mit einer analogen Kamera gedreht und da konnte man einfach nur schätzen und deshalb sehen die alten Sachen auch etwas ruckeliger aus. Aber für das Equipment, was die hatten, immer noch sehr, sehr gut. Das Auge hier ist zum Beispiel etwas, was mir ein Kollege aus der Steampunk-Community geschenkt hat. Und das kommt tatsächlich aus solchen alten, recht hochwertigen Puppen, die echte Glasaugen hatten. Das hier ist der kleine Hauptcharakter der Roboterfraktion. Und er ist als einziges so ziemlich menschlich und hat sehr emotionale Augen. Jetzt brauche ich mal kurz eine Pinzette. Zum Beispiel so ist er jetzt traurig, aber er kann auch, wenn wir die Augen so ein Stückchen verdrehen. Whoop. Moment. Whoop. Dann kann er sehr einfach zum Beispiel wütend werden. Oder wenn man die Augen nach oben dreht, dann ist das ein überraschter Gesichtsausdruck. Und auf diese Art und Weise wird er sehr einfach ein sympathischer Charakter, der auch Emotionen hat. Klassisch gezeichneten Comic-Charakteren das abgucken, weil die sehr oft so halbmondförmige Augen haben. Das Schöne bei Stop-Motion ist, dass man halt wirklich Kontrolle über jedes Detail hat und seine Idee eins zu eins in ein Bild umsetzen kann, ohne dass man da über andere quasi kommunizieren muss, was man denn haben möchte. Also ganz viel von dem Spaß, den man da hat, kommt auch genau dadurch, dass man ständig improvisieren muss und neue Probleme lösen muss und auch ganz viel Abwechslung hat. Also das sind die handwerklichen Tätigkeiten, das Filmische und Planerische und dann auch die Nachbearbeitung am PC ist auch ein ganz spannender Aspekt für sich alleine. Wie tut man jetzt die Bilder so nachbearbeiten, dass sie dann wirklich groß aussehen, obwohl es eigentlich ein ganz kleines Modell ist, was man da filmt. Also das hat echt viele spannende Aspekte und es bleibt abwechslungsreich. In dem Film habe ich tatsächlich auch versucht, eine brutale, seelenlose Welt zu bauen, die irgendwie einfach sehr industriell ist, voller Maschinen und Dampf und dreckig und keine Lebewesen mehr wirklich hat, außer den Maschinen. Und das würde ich mir dann doch nicht unbedingt wünschen, auch wenn es vielleicht das realistischere Szenario ist. Ich glaube tatsächlich, ich lebe gern jetzt in der Zeit, in der ich lebe, weil ich hier in dieser Zeit die Möglichkeit habe, solche Sachen zu realisieren, weil der Zugang zu Wissen und Technologie und Werkzeugen so einfach ist, dass ich solche Dinge einfach bei mir in der Wohnung erschaffen kann. Schmuck, kinetischer Schmuck, Schmuck, der sich bewegt. Also für die, die jetzt hier noch mehr wissen wollen, wie jetzt genau man solche kleinen Fingergelenke herstellt oder solche Sets baut oder all solche Aspekte, ich dokumentiere ganz viel von den Entstehungsprozessen online und dann gibt es Videos dazu.